Hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, Mittwoch müsste es sein. Ja, ich melde mich jetzt zurück. Das erste Mahlzeit. Ja, ich glaube im Juni. Hui, ist ein bisschen her. Also bei mir ist jetzt August. Die zweite Augustwoche. Wir haben Montag. Den. Da guckt sogar mein Hase gerade schockiert, weil kann man überhaupt nicht wissen, welchen Wochentag wir haben. Wenn ihr mich fragen würdet, welchen Tag der Freitag hat, das weiß ich, weil das ist der 13. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich dachte, ich melde mich jetzt endlich mal wieder bei euch und erzähle euch, wie es mir so gegangen ist. Und ja, also, was hat sich getan? Ich muss sagen, mein Geburtstagsmonat war anstrengend. Wettertechnisch okay. Ich meine, bis jetzt sieht es so aus, als ob dieser Sommer gar keinen sonnigen Tag mehr hat, wenn ich wach bin, sondern immer bloß so abends. Sondern mittags. Nicht abends. Mittags. Mittags ist es sonnig, wenn nicht abends. Ja, ein bisschen Pillepalle bin ich noch. Tut mir leid. Ich bin von meinem Hase etwas zerkratzt worden. Entschuldigt. Ja, ich schieb's auf dich. Ja, auf jeden Fall. Oh, hier riecht's voll nach Lack. Oh, da schüttelt sich sogar der Hase. Ja, auf jeden Fall. Mein Geburtstag war an sich echt schön. Ich meine, wir hatten einen Tag, wo man nicht gedacht hätte, dass da irgendwas Besonderes dran gewesen wäre. Das war spicknormal. Und ja, wir haben Pizza bestellt, witzigerweise, und ich habe sie über Lieferando. Und mein Vater, mein Großvater und meine Oma haben immer gesagt, kommen die denn wirklich? Ist das jetzt wirklich bestellt? Die konnten gar nicht glauben, dass das funktioniert. Und ja, war cool, denen mal was Neues zu zeigen und so ein bisschen mal die andere Welt zu zeigen. Ja, dann nach meinem Geburtstag bin ich erstmal. Ja, aber sowas von zusammengeklappt. Also ich bin richtig, also am 25. hatte ich noch Besuch von meiner Tante, das war voll schön. Wir haben dann ausgemacht, dass wir uns mal zum Golfen treffen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie es ist mit Schnelltests und so, weil Stand jetzt, ich bin immer noch nicht geimpft. Und wenn ihr das Video seht, dann hoffe ich mit allem, was mir möglich ist, dass es immer noch Stand der Dinge ist. Weil im Moment bin ich aus Protest noch nicht geimpft, gebe ich zu, weil mir diese leichte Erpressung nach dem Motto, wenn ihr nicht geimpft seid, dann dies, dann das, das passt mir jetzt gerade gar nicht. Und vor allem passt mir auch nicht, dass jeder sich gefühlt in die Sache einmischt, so nach dem Motto, bist du schon geimpft? Weil ich finde, das erzähle ich euch dann im nächsten Video. Da können wir mal richtig nochmal ein Video drauf machen. Ich mache da ein Update-Video. Ja, Mama, wo bist du? Ja, dann war ich mit meinem Vater am Mittwoch darauf beim Einkaufen. Wir haben dann, ja, ich habe noch, was habe ich denn so dringend gebraucht? Ich glaube, es waren die Tortellini. Ja, auf jeden Fall war ich dann mit meinem Vater einkaufen und ja. Dann gab es noch andere Geschichten an dem Tag und so weiter. Und das alles zusammen hat dann zum Overload geführt. Und jetzt kann ich erst wieder seit ungefähr 3 Tagen sprechen. Yay. Aber ich spreche wieder. Ja, sonst, ich bin gerade unglaublich Sims-süchtig, weil seitdem das neue Erweiterungspark Cottage Life gekommen ist, bin ich total verrückt danach. Wobei es mir ein bisschen auf die Nerven geht, dass man die Hühner, wenn man dann den Hühnerstall abbaut, nicht mehr los wird. Das ist wirklich nervig. Aber ja, wie immer First World Problems. Also nichts groß geändert. Ja, Leo geht's auch gut. So einen prachtvollen kleinen Mann. Jo, dann halt nicht. Meine Mom geht es auch soweit so gut, soweit ich weiß. Oh, außer sie hatte so eine fiese kleine OP am Rücken.
Das sieht nicht schön aus. Und ich verarzte das immer und ich habe voll die Blutphobie. Und jedes Mal, wenn ich da dran gehe, dann stoße ich erstmal 20 Stoßgebete aus. Bitte lass es nicht bluten, bitte lass es nicht bluten. Aber heute müssen wir was machen, wo es vielleicht dann tatsächlich jetzt mal bluten anfängt, weil ja. Aber muss sein. Und im Zweifel greife ich lieber irgendwo ins Eck oder mir wird schwindlig, als dass Mama weiterhin ein Auer am Rücken hat. Ja, sonst, wie gesagt, ich kann nicht mehr. Oh ja, ich habe mir ein neues Schneideprogramm gekauft, weil ich jetzt gerne, weil ich gerne meinen Schnitt ein bisschen verbessern möchte. Ja, also mein erster Versuch vom Video mit Leo war am Ende, dass ich nur noch ein schwarzes Bild hatte, wo man aber erkannt hat, dass es Leos Fell ist. Man hat erkannt, es war sein Fell. Lief nicht so gut. Ja, das war eigentlich alles. Dann seid ihr jetzt wieder up to date bei mir. Mehr ist nicht passiert. Ja. Ich würde sagen, das war's für heute. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was habt ihr die letzte Zeit so gemacht? Wie war es für euch? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Tut mir leid, dass ich noch so leise spreche, aber das ist bei mir immer so ein Ding der Erschöpfung. Je erschöpfter ich bin, je leiser werde ich. Ja. Das kann man so vom Status runterrechnen. Ja, gut. Also dann, bis bald. Tschüss.